guten Tag allerseits. Wir haben beim letzten Mal das Thema kürzeste Pfade endgültig abgeschlossen. Also endgültig für diese Veranstaltung. Das Thema wird Ihnen sicherlich später in anderen Veranstaltungen wieder begegnen. Wir haben ein neues Thema begonnen auf ungerichteten Graphen. Ein grundlegendes Thema. Wann immer es um Netzwerkdesign geht, um das Design von Kommunikationsnetzwerken, Stromnetzwerken, Gaspipelines, Flüssigkeitsrohre, was auch immer. Wann immer es um Netzwerkdesign geht, ist diese Problemstellung und auch die Algorithmen, die ich Ihnen hier vorstellen werde, zentral bei dem ganzen Thema. Und deshalb werden Sie diese Problemstellung und diese Algorithmen auch durchaus später nochmal im Studium anderswo, wenn es eben um Netzwerke geht, wiederentdecken. Was am Ende berechnet werden soll, was am Ende herauskommen soll, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen und das werden wir natürlich hier bei diesem Beispiel, das wir uns beim letzten Mal schon mal kurz angeschaut hatten, auch nochmal ganz am Ende angucken. Ein minimal spannender Baum. Minimum Spanning Tree, das heißt also, alle Knoten sollen am Ende grün sein, weil sie alle zum spannenden Baum gehören werden. Und eine Auswahl der Kanten wird grün sein, wird zum spannenden Baum gehören, nämlich die Kanten, die den spannenden Baum bilden. Das heißt, eine Auswahl von Kanten, die zusammenhängt ist, sodass man also von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten nur über grüne Kanten kommen kann. Und zweitens zykelfrei, das heißt, ja, dass man in den grünen Kanten nicht im Kreis laufen kann. Unter diesen Voraussetzungen soll das Ergebnis minimale Gesamtkosten haben. Sie sehen, wir haben an den einzelnen Kanten Kosten. Das heißt, die Summe der Kosten aller ausgewählten grünen Kanten soll minimal sein. Wir können auf derselben Knotenmenge, im selben Graphen verschiedene spannende Bäume haben, die eben verschiedene Kosten haben und wir wollen einen mit minimalen Gesamtkosten haben. Wir hatten das schon beim letzten Mal gesagt, das Ganze sieht ziemlich ähnlich auf den ersten Blick auch aus wie der Algorithmus von Dijkstra für kürzeste Pfade. Ist auch sehr ähnlich, aber es gibt einige Unterschiede. Also erstmal natürlich, dass wir hier einen ungerichteten Graphen haben, während wir bei kürzesten Pfaden generell gerichtete Graphen betrachtet haben. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir alle Knoten, die rot sind, die also noch nicht beendet sind, in einer Priority Queue haben, in einer Prioritätswarteschlange, mit einer etwas anderen Definition der Schlüsselwerte, nämlich sehr viel einfacher als beim Algorithmus von Dijkstra für kürzeste Pfade. Hier sind weiterhin die Knoten drin, die zu grünen Knoten benachbart sind, zu denen man über grüne Knoten hinkommen kann. Aber der Schlüsselwert, die haben endliche Schlüsselwerte, aber der Schlüsselwert ist einfach nur die Länge der Kante jeweils. Kein so großes Brimborium mit Pfaden, die nur grüne Zwischenknoten enthalten und so weiter, wie beim Algorithmus von Dijkstra. Hier ganz einfach, D hat Schlüsselwert 2, weil diese Kante Länge 2 hat und F hat Schlüsselwert 20, weil diese Kante Länge 20, Kosten 20 hat. Alle anderen haben auch hier wieder Länge, Kosten, ja, Entfernung unendlich, weil sie nicht von irgendeinem grünen Knoten aus direkt erreichbar sind über eine einzige Kante. So, ein anderer Unterschied ist der, beim Algorithmus von Dijkstra für kürzeste Pfade haben wir einen natürlichen Startknoten, nämlich den, von dem wir aus die Distanzen zu allen anderen Knoten berechnen wollen. Das haben wir hier nicht. Wir haben keinen natürlichen Startknoten in der Eingabe, in dem Graphen und auch in der Ausgabe mit diesem ungerichteten Baum haben wir keinen ausgezeichneten Knoten, der irgendeine Sonderrolle hat. Das heißt, wir können uns hier ganz beliebig einfach irgendeinen Startknoten hernehmen. Ich habe mich für E entschieden und daraus ist die Initialisierung entstanden, dass D und F endliche Schlüsselwerte haben, alle anderen Knoten eben unendlichen Schlüsselwert, weil D und F eben zu dem von mir willkürlich gewählten Knoten
benachbart sind. So, und die Logik ist, das klang beim letzten Mal schon an, wir werden einen spannenden Baum, wir bauen eine, schrittweise einen spannenden Baum auf. Also am Anfang ist er noch nicht spannend, am Ende ist er spannend. Am Anfang besteht dieser spannende Baum nur aus unserem willkürlich gewählten Startknoten E und keiner einzigen Kante. Und in jeder Iteration nehmen wir einen benachbarten Knoten her und eine zu diesem Knoten führende Kante. So, und am Ende, sodass also in jeder Iteration ein Knoten grün wird und am Ende sind alle Knoten grün und, da, und kein Knoten mehr in der Queue, weil hier nur die roten Knoten drin sind. Das heißt also, wenn die Queue leer ist, können wir beenden und haben einen spannenden Baum. So, gehen wir nochmal durch. Im ersten Schritt haben wir hier wieder den kleinsten Schlüsselwert hergenommen. Wir haben jetzt nach einer Iteration einen spannenden Baum auf diesen zwei Knoten mit einer Kante. Zwei Knoten, eine Kante. Vorher ein Knoten, null Kanten. Zwei Knoten, eine Kante. Die nächstbeste Möglichkeit ist 7. Hier, jetzt sehen Sie, drei Knoten, zwei Kanten. Das ist unser spannender Baum auf den Knoten C, D, E. 5 bei F ist das nächste. Jetzt sehen Sie, diesen spannenden Baum Schritt für Schritt wächst. Der natürlich nicht so wie in diesem Beispiel in den ersten Schritten wie ein Pfad. Das ist nur reiner Zufall, dass das jetzt wie ein Pfad wächst. Sondern irgendwo wird dann jeweils der nächste Knoten sein. Beim nächsten Mal ist es immer noch ein Pfad. Wächst es immer noch wie ein Pfad weiter. Hier immer noch. Sie sehen aber auch immer, wie viele Knoten haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele Kanten haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Am Anfang haben wir einen Knoten und null Kanten. Das heißt, eine Kante weniger, als wir Knoten haben. Und dadurch, dass wir in jeder Iteration einen Knoten und eine Kante hinzunehmen, bleibt es bei diesem Verhältnis. Wir haben immer eine Kante weniger, als wir Knoten haben. Das ist immer bei einem solchen spannenden Baum so, dass die Anzahl der Kanten genau 1 weniger sind als die Anzahl der aufgespannten Knoten. So, jetzt haben wir hier immer noch ein kleiner Zwischenschritt. Was machen wir hier? Wir nehmen uns, das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was im Algorithmus von Dijkstra passiert in einer Iteration. Legen Sie die beiden ruhig mal nebeneinander, um das zu vergleichen. Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede? Wir nehmen uns wieder den ersten, den nächsten, den billigsten Knoten her aus der Queue. Den nennen wir Next. Der ist nicht mehr, der ist jetzt raus aus der Queue durch Extract Min. Der ist jetzt nicht mehr rot, sondern grün. Das heißt, in unserer Implementation finished, beendet, wird auf true gesetzt. Und jetzt gehen wir natürlich alle Kanten von diesem Knoten aus durch und gucken uns jeweils den gegenüberliegenden Knoten an. Was passiert da? Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht die Situation. Der Knoten H hat jetzt Distanz 3. Ja, es gibt zwei Knoten, zwei grüne Knoten, von denen man aus H direkt über eine Kante erreichen kann. Von G aus mit Distanz 3. Von F aus mit Distanz, oder von Kosten sollte ich besser reden, von F aus mit Kosten 15. Das kleinere von den beiden steht hier, die beste Möglichkeit, wie wir von irgendeinem grünen Knoten nach H kommen können. Und wenn wir keine Möglichkeit haben, wie gesagt, dann steht da unendlich. Wir haben unendliche Kosten, um über eine einzige Kante von G nach J zu kommen, weil es gibt keine Kante von G nach J. So, also, wegen dieser Kante hier hat H jetzt den Schlüsselwert 3. Wenn jetzt I der nächste Knoten ist, der grün wird, dann wird von I aus in alle Richtungen geguckt, alle Kanten geschaut, die zu H zum Beispiel, und wir stellen fest, die beste Möglichkeit ist nicht mehr 3, sondern 2, deshalb steht hier 2. Genauso wird von hier aus in alle Richtungen geguckt, K und A,
A hatte vorher 35, dabei bleibt es auch, weil die Länge 82 von I aus ist natürlich schlechter. Also hier bei A bleibt es bei der 35 von F aus. Wir haben noch das K hier unten. Das hatte vorher Länge unendlich, weil kein grüner Knoten benachbart war. Jetzt ist der erste grüne Knoten benachbart über eine Länge 15 und deshalb steht hier eine 15 drin. Also in dem Moment, wenn ein Knoten, so wie hier in diesem Iteration I, grün gefärbt wird, wird in alle Richtungen geschaut, kann man da was verbessern. Hier war nichts zu verbessern. Die 35, die vorher schon drin war, ist besser als die 82. Hier war was zu verbessern. Die 2 ist besser als die 3. Und hier sind wir 15. Alles Endliche ist besser als unendlich. Also haben wir auch bei K eine Verbesserung. Und genau das passiert hier. In alle Richtungen wird geschaut, wie ich das eben formuliert hatte. Alle Kanten von diesem Knoten aus werden angeschaut. Wir gucken uns jeweils den gegenüberliegenden Knoten dieser Kante an. Wenn dieser gegenüberliegende Knoten noch rot ist, wenn er noch nicht beendet worden ist, wenn er noch nicht grün geworden ist, dann gucken wir nach, genau das, was ich eben am Bild versucht hatte zu zeigen. Wenn wir hiermit über die Kante, die wir uns anschauen, von dem gerade grün gemachten Knoten aus, wenn wir hier ein besseres Ergebnis kommen, als vorher da war, dann setzen wir den Schlüsselwert auf das bessere Ergebnis und wenden entsprechend wieder wie bei Dijkstra Decrease Key an, um auch innerhalb der Queue dieses bessere Ergebnis hineinzuschreiben. Also der Code ist fast identisch mit dem von Dijkstra, sogar einfacher, weil wir hier keine Addi hier hatten wir bei Dijkstra noch eine Addition drin, die fällt hier weg. So können wir dann jetzt weitergehen. Zum Beispiel O. Also hier sehen Sie, dass sich das dann natürlich doch verzweigt. Jetzt die nächstbeste Möglichkeit ist O, 26. Schauen wir nochmal durch. Ne, 14 meine ich. Schauen wir nochmal durch. Alle Kanten zwischen grünen und roten Knoten. Hier haben wir nach O 26 und nach O 14. 14 gewinnt. Hier haben wir eine Kante nach B mit Länge 27. 27 gewinnt, weil es keine Wettbewerber gibt. Von F nach A eine Kante mit Länge 35, mehr nicht. Und von I eine Kante nach A gewinnt nicht. Und I eine Kante nach K gewinnt. Also was Sie hier sehen, ist praktisch, hier drin ist praktisch die Front, wenn man so will, zwischen den roten und den grünen Knoten. Ich habe das Beispiel so konzipiert, damit Sie diese Front hier so richtig sehen können. Das ist natürlich im Allgemeinen nicht so ohne weiteres, aber in diesem Beispiel kann man das wunderbar sehen. Diese Front hier ist hier drin reflektiert. So, und jetzt geht es weiter. Die 14, die beste Kante zwischen grün und rot, das ist das, was wir hier auswählen. Unter allen Kanten zwischen grün und rot wählen wir die kürzeste, die kostengünstigste aus und die geht nach O, steht also hier, O wird grün. Jetzt gibt es natürlich wieder die entsprechenden Schlüsselwertveränderungen hier drin. Sie sehen, hier ist eine Verzweigung, die sich hier jetzt weiter fortsetzen wird. Aber bevor wir es weiter fortsetzen, gucken wir uns die Invariante an. Auch hier wieder ist es instruktiv, sich anzuschauen, was die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede sind zur Invariante vom Algorithmus von Dijkstra für kürzeste Pfade. Das ist eins zu eins dasselbe wie beim Algorithmus von Dijkstra, dass wir fangen an, am Anfang vor der ersten Iteration ist der Startknoten grün. Und danach wird in jeder Iteration ein weiterer Knoten grün. Das heißt also, nach i-Iteration ist der Startknoten grün und entsprechend i weitere Knoten sind schon grün gemacht. Auch das hier ist fast dasselbe wie bei Dijkstra, nämlich dass die unerledigten Knoten in der Queue sind.
Aber die Bedeutung des Schlüsselwertes ist eine etwas andere, eine einfachere. Das haben Sie ja gesehen. Wir gucken uns nur die Kantenlängen an. Ich sollte vielleicht an dieser Stelle noch eine Warnung geben. Ich habe das oft in mündlichen Prüfungen selber miterlebt, wie die Leute mit Dijkstra begonnen haben und mit diesem Algorithmus von Prim dann irgendwann weitergemacht haben. Was natürlich nicht, wo natürlich dann am Ende nichts Sinnvolles mehr rauskommen kann. Ja? Also, Sie müssen die Dinge wirklich auch auseinanderhalten. Das Gemeinsame und das Nicht-Gemeinsame wirklich im Kopf analysiert haben, verstanden haben, denn sonst kann es Ihnen genauso passieren wie manchen Prüflingen, dass Sie mit Dijkstra beginnen und mit Prim irgendwo mittendrin weitermachen, also falsch abbiegen. Es gibt auch den Fall umgekehrt, mit Prim beginnen und mit Dijkstra weiter, aber der scheint nicht so häufig zu sein. Der einfachere Weg von dem komplizierten Algorithmus von Dijkstra auf den nicht ganz so komplizierten Algorithmus von Prim umzuwechseln, scheint häufiger zu sein. So, bei dem, was wir hatten schon beim letzten Mal geklärt, ganz zu Ende, dass das, was am Ende herauskommt, mit Sicherheit ein spannender Baum ist, wie wir das haben wollten. Der Algorithmus stürzt nicht ab, wohl definiert halt, er terminiert, weil in jeder Iteration ein Knoten grün wird und wir haben nur endlich viele Knoten. Und was am Ende herauskommt, dadurch, dass wir immer einen neuen Knoten und eine Kante dahin nehmen, in jeder Iteration, was am Ende herauskommt, ist ein spannender Baum. Die spannende Frage ist, warum dieser spannende Baum wirklich unter allen spannenden Bäumen die minimal möglichen Kosten hat. Und hier an dieser Stelle, dieser Teil der Invariante, aus dem wird dann schlussendlich gefolgert, dass das Endergebnis tatsächlich ein minimal spannender Baum ist. So. Also jetzt geht es weiter. Jetzt ist n dazu genommen worden. M, wir können das weitergehen. L. Jetzt sehen Sie hier nochmal wieder eine schöne Verzweigung. Nee, noch keine Verzweigung. Es geht da so weiter. K, hier kommt jetzt eine Verzweigung. Sie sehen hier, I ist jetzt plötzlich, dadurch, dass K hinzugekommen ist, ist so eine Art Verzweigungsknoten. J. Und am Ende kommt B rein. Und Sie sehen, das, was herauskommen soll, ein spannender Baum. Alle Knoten sind grün. Und wenn Sie die grünen Kanten verfolgen, dann sehen Sie ganz selbstverständlich, Sie kommen von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten. Denn Sie müssen sich nur ein bisschen hier durch das Labyrinth durchsuchen. Aber das ist ganz logisch, dass Sie von jedem Knoten zu jedem anderen hinkommen können. Denn Sie haben einen spannenden Baum konstruiert im Laufe der Iterationen, der immer weiter wächst. Begonnen mit einem spannenden Baum auf einem einzigen Knoten, der dann eben keine Kanten hat. Am Ende ein spannender Baum auf allen Knoten, der entsprechend diese Kanten hat. Aber jedes Zwischenprodukt, gehen wir noch mal irgendwo hin, hier vielleicht hin, jedes Zwischenprodukt ist ein spannender Baum auf den bisher schon grün gewordenen beendeten Knoten. Und am Ende sind alle Knoten grün. Das heißt, am Ende ist es ein spannender Baum auf allen Knoten des Eingabegraphen. So, das ist der Algorithmus. Wir müssen jetzt uns klar machen, warum erstens diese Invariante durchgehalten wird und warum zweitens daraus folgt, dass das Endergebnis korrekt ist. So, das ist nochmal die Invariante, die haben Sie eben in dem anderen Foliensatz schon mal gesehen. Das ist 1 zu 1 hier nochmal. Die beiden Punkte können sich einfach angucken, dass das erfüllt ist, ist logisch. Haben wir schon mehrfach diskutiert, brauchen wir nicht nochmal durchzugehen. Das ist der Knackpunkt, dass die Kanten, die bis dahin, ja, nach jeder Iteration, vor und nach Iteration, jeder Iteration gilt, dass die grünen Kanten, die wir bis dahin ausgewählt haben, eine Teilmenge eines minimal spannenden Baumes sind. Das ist eine Behauptung.
Das ist noch keine bewiesene Tatsache und es ist auch keine triviale Tatsache. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gegen Ende des Semesters auf eine Variation der Problemstellung zu sprechen kommen, wo nicht alle Knoten des Graphen miteinander zu vernetzen sind, sondern nur ausgewählte Terminale, nur ausgewählte Knoten zu vernetzen sind, dann wird das nicht mehr funktionieren. Der Algorithmus funktioniert nicht und der Beweis funktioniert natürlich auch nicht. Nicht? Ich meine, wenn der Algorithmus nicht funktioniert, kann es unmöglich der Beweis, Kreugtatsbeweis des Algorithmus funktionieren. Also, es ist nicht trivial, dass das so ist, dass sich das so verhält, wie hier gerade gelb unterlegt ist. Also auf dem Bildschirm sehe ich das Gelb, hier auf dem Beamer irgendwie so ein schmutziges Grün. Na gut, warum ist das so? Schauen wir an den Anfang. Am Anfang haben wir diesen einen Knoten und keine Kanten. Wir haben also eine leere Menge von Kanten. Und natürlich lässt sich die leere Menge von Kanten zu jeder beliebigen Kantenmenge erweitern. Logisch. Das heißt, wie meistens, nicht immer, aber wie meistens ist der Induktionsanfang recht einfach zu sehen. Diese leere Menge von grünen Kanten lässt sich zu einem minimalspannenden Baum erweitern. Jetzt der Induktionsschritt. Da nehmen wir uns einfach zum Verständnis mittendrin eine Iteration her. Die Situation, das ist die vierte Iteration. Wir haben Startknoten plus drei Knoten schon grün gefärbt, also drei Iterationen haben wir beendet. Und jetzt gucken wir uns die vierte Iteration an. So, hier haben wir die G als beste Möglichkeit, was wir dann wählen. Und entsprechend werden dann zu allen benachbarten Knoten die einzelnen Schlüsselwerte dann entsprechend vermindert, soweit das sinnvoll ist. So, wie sieht das jetzt aus? Die grünen Kanten lassen sich zu einem MST erweitern. Wir müssen wieder, genauso wie bei Dijkstra, müssen wir uns vom Beispiel lösen und müssen das Ganze mal abstrakt sehen. So, das ist jetzt in irgendeinem Graphen, den ich gar nicht gezeichnet habe, nach so und so vielen Iterationen die Menge der ausgewählten grünen Kanten. Ja, dieses Beispiel mit fünf Kanten steht stellvertretend für jede beliebige Eingabe, die man sich denken kann, für jeden beliebigen Startknoten, den wir willkürlich ausgewählt haben, für jede beliebige Iteration. Ja, eine Eingabe, ein Eingabegraphen mit Kantengewichten, den ich hier nicht gezeichnet habe, nach vier Iterationen diese Situation. Nach fünf Iterationen. Am Anfang haben wir ja null Kanten grün gefärbt und nach fünf Iterationen haben wir fünf Kanten grün gefärbt. So, und die Induktionsvoraussetzung sagt, wenn wir jetzt den Schritt von 5 nach 6 grünen Kanten, den Induktionsschritt beweisen wollen, stellvertretend für jeden anderen Induktionsschritt, einfach nur eine Veranschaulichung des Induktionsschritts. So, nach Induktionsvoraussetzung wissen wir, diese ausgewählten grünen Kanten lassen sich zu einem minimalspannenden Baum auf dem Gesamtgraphen erweitern. Das ist die Induktionsvoraussetzung, die wir blindlings annehmen können, dass die vor der fraglichen Iteration erfüllt ist. Ja, also Sie sehen, was hier gemeint ist mit dem Bild, ist, dass die grünen und die gelben Kanten zusammen diesen minimalspannenden Baum ergeben, darstellen. Dieser minimalspannende Baum, um den sich die grünen Kanten erweitern lassen. So, jetzt wird ein neuer Knoten und eine neue Kante eingefügt in der nächsten Iteration. Ein neuer Knoten wird grün, eine neue Kante wird grün.
Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist die einfache Möglichkeit, nämlich, dass irgendeine Kante, warum sind denn jetzt da zwei Knoten? Also ich weiß jetzt nicht, warum da jetzt der noch auf grün ist, dass eine Kante eingefügt ist, die zu den gelben gehört, die zu der Erweiterung auf ein MST gehört, der mit dem wir, den wir hier nach Induktionsvoraussetzung haben. In dem Fall haben wir kein Problem, denn dieselbe Erweiterung, dieselben gelben Kanten ergeben, sind wieder ein minimal spannender Baum, auf dem immer noch die grünen Kanten erweiterbar sind. Der andere Fall ist das Problem, wir haben eine Kante, bei der der nicht zum minimal spannenden Baum gehört. Hier haben wir aber, so, das ist die problematische Situation. Wir haben in den ersten fünf Iterationen diese fünf Kanten zu dem spannenden Baum hinzugenommen. So. Die gelben Kanten sind die Kanten, die wir nach Induktionsvoraussetzung hinzunehmen müssten, und dann hätten wir einen minimal spannenden Baum. Denn wir haben nach Induktionsvoraussetzung, dass die grünen Kanten, die wir bisher ausgewählt haben, ein Teil eines minimal spannenden Baums sind. Wir kennen diesen minimal spannenden Baum nicht. Wir wissen nicht, wie die Kanten aussehen, die gelben Kanten, die wir hinzunehmen müssen. Aber wir wissen, es gibt ihn, irgendwie sehen die aus. Und wir haben eben den Fall gesehen, also wenn wir eine von den gelben Kanten hinzunehmen als nächstes, in der nächsten Iteration, die dann grün wird, dann ändert sich nichts. Dieser minimal spannende Baum ist weiterhin eine Erweiterung der grünen Kanten, die invariant ist erfüllt, ist weitergeschaltet, ist beibehalten. Aber jetzt haben wir die Situation, dass wir stattdessen eine Kante wählen und grün machen, die nicht in dieser Erweiterung des minimal spannenden Baums ist, die nicht zu den gelben Kanten gehört, die wir zu den bisher ausgewählten grünen Kanten hinzunehmen müssten, um einen minimal spannenden Baum zu bekommen. Hier in dem Fall argumentieren wir folgendermaßen. Spannender Baum heißt, diese gelben Kanten bilden einen spannenden Baum. Das heißt, dieser Knoten W ist auch von V aus in diesem spannenden Baum, der aus den grünen und den gelben Kanten gebildet ist, zu erreichen. Ja, es gibt eine Möglichkeit, hintenrum irgendwie von V nach W zu kommen in diesem spannenden Baum, der aus den grünen und den gelben Kanten besteht. So, der hat jetzt eine Kante E' hier, wo wir mal von grün nach nicht grün springen. Ja, wir gehen vielleicht ein paar grüne Knoten durch, aber da W ein nicht grüner Knoten ist, muss es mindestens einen Schritt geben, mal von grün auf nicht grün. Es kann mehr solche Kanten geben. Ja? Das Ganze kann Kraut und Rüben durchlaufen, also das hin und her irgendwie zu laufen, aber mindestens einmal müssen wir von grün auf nicht grün über eine Kante gehen. So, das ist die Kante E' und das ist die Kante E, die wir eben hinzugenommen haben. Warum haben wir die dazu genommen? Weil es unter allen Kanten, die von grün nach nicht grün gehen, eine kürzeste, geringste Kosten hat. Ja, so wählen wir die Kante immer. Und hier kommt jetzt der Punkt hinein, muss ja in den Korrektheitsbeweis irgendwo hineinkommen, dass wir immer die Kante so wählen und nicht anders. Denn wenn das nicht in den Korrektheitsbeweis hineinkäme, dann könnten wir es auch anders machen und es wäre immer noch korrekt. So, wie geht das jetzt hier ein in den Korrektheitsbeweis? Wir haben unter allen Kanten, die grün mit nicht grün verbinden, haben wir eine mit geringsten Kosten gewählt. Das ist E. E' war ein Kandidat zu diesem Moment.
E' ist eine Kante, die wir auch in demselben Moment hätten wählen können. Warum haben wir E' nicht gewählt, sondern E? Wir haben E' nicht gewählt, sondern E, weil E' nicht geringere Kosten hat als E. E' hat entweder größere Kosten als E oder gleich große Kosten wie E. Im Fall von gleich großen Kosten nimmt der Algorithmus einfach das, was ihm die Priority Queue eben als nächstes Minimum gibt. Genauso wie beim Algorithmus von Dijkstra, dort hatten wir das auch gesagt. Im Falle, dass zwei Knoten gleichen Distanzwert haben, wird einfach irgendeiner von denen ausgegeben, das ist egal welcher. So, das Argument ist jetzt aber, das ist die Situation, E' hat mindestens so viel Kosten wie E. Was Sie hier sehen, ist ein Zykel, und wir können zu einem neuen spannenden Baum kommen, indem wir E' rausnehmen und stattdessen E reinnehmen. E ist jetzt im spannenden Baum drin und E' ist nicht mehr. Ja, wir waren ausgegangen von dem minimal spannenden Baum, der die grünen und die gelben Kanten enthält. Diese Kante eben gerade nicht. Das ist ja das Problem gerade in diesem Fall. Und wir gehen jetzt über zu einem anderen spannenden Baum, der die Kante E, aber nicht mehr die Kante E' enthält. Und nach dem, was wir eben gesagt haben, E' hat mindestens so viel Kosten wie E, kann das nur eine Verbesserung sein oder es kann nur gleich bleiben? Ja, die Gesamtkosten, wenn E' aus dem Ergebnis rausgeht und E stattdessen reingeht, da es vorher ein minimal spannender Baum war, mit E' statt E, kann es keine Verbesserung sein. Ja, eine Verbesserung gegenüber dem minimal spannenden Baum gibt es nicht, noch geringere Kosten gibt es nicht. Also muss es gleich geblieben sein. E' und E müssen dieselben Kosten haben. Der Wechsel von E' nach E war kostenneutral. Und was wir jetzt haben, ist ein neuer spannender Baum, der ebenfalls minimal ist, und der jetzt diese Kante enthält, zusätzlich zu den grünen Kanten, die wir schon haben, jetzt diese Kante enthält, die wir eben gewählt haben. Das ist das Argument. Wir haben jetzt einen neuen minimal spannenden Baum konstruiert, der die Kante tatsächlich enthält, die wir gewählt haben. Und damit ist auch in diesem Fall die Invariante erhalten geblieben. Die grünen Knoten, die jetzt neben den bisherigen fünf grünen Knoten noch diese die grünen Kanten, die neben den bis jetzt ausgewählten grünen Kanten jetzt auch noch die Kante E enthalten, diese Menge mit insgesamt sechs grünen Kanten lässt sich auf einen minimal spannenden Baum erweitern, nämlich den, den wir da jetzt berechnet haben. Und damit ist der Algorithmus von Prim nicht nur fertig gezeigt, sondern auch die Korrektheit ist gezeigt, denn gehen wir nochmal auf die Variante zurück. Die grünen, das ist jetzt ein Argument, an das man sich vielleicht erst gewöhnen muss. Das kommt einem vielleicht zuerst von hinten durch die Brust ins Auge vor. Hier steht, die grünen Kanten lassen sich zu einem MST erweitern. Ja, wir haben gerade eben bewiesen, dass das tatsächlich stimmt. Von Anfang bis Ende, vor, nach jeder Iteration, wissen wir, die grünen Kanten, die wir bis jetzt ausgewählt haben, lassen sich zu einem MST erweitern, zu einem minimal spannenden Baum. So, jetzt haben wir irgendwann die Situation nach der letzten Iteration. Und auch nach der letzten Iteration gilt diese gelb unterlegte Aussage immer noch. Die grünen Kanten, die wir bis jetzt ausgewählt haben, lassen sich zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Nun sind am Ende die grünen Kanten, die wir ausgewählt haben, tatsächlich schon ein spannender Baum. Was heißt es? Ein spannender Baum lässt sich zu einem minimal spannenden Baum erweitern. Das heißt, dass die Erweiterung leer ist, dass die Menge der gelben Kanten, die wir brauchen, um die grünen Kanten zu einem spannenden Baum zu erweitern, leer ist, dass dieser spannende Baum tatsächlich schon der MST ist, zu dem sich diese grünen Kanten erweitern lassen. Und wenn dieser spannende Baum
der am Ende herauskommt, tatsächlich gleich dem MSD ist, zu dem man sich erweitern lassen kann, dann ist dieser spannende Baum, den wir herausbekommen haben, tatsächlich ein minimal spannender Baum. Ist eine Argumentationsweise, die vielleicht am Anfang ein bisschen verquer aussieht. Hier verwende ich wieder Begrifflichkeiten, so wie das in der Mathematik üblich ist. Auch die leere Erweiterung ist eine Erweiterung. Eine Erweiterung um eine Kante ist eine Erweiterung, eine Erweiterung um zwei Kanten ist eine Erweiterung, aber auch eine Erweiterung um null Kanten ist eine Erweiterung. Also wenn Sie den Begriff erweitern mit dieser Semantik sich bewusst machen, dass das die Semantik ist, dieses Begriffs erweitern. Eine typische Sache, dass man in der Mathematik, dass man den Grenzfall mit hineinnimmt in die Begriffsbildung, dann sollte es eigentlich, denke ich, verständlich sein, dass am Ende eine Menge von grünen Kanten, die ein spannender Baum sind, die sich also nicht weiter zu einem Baum erweitern lassen, wo jede weitere Kante zu einem Zyklus führen würde, dass die leere Erweiterung dann diejenige ist, die ein MST ergibt. Und wenn die leere Erweiterung ein MST ergibt, heißt es, wir haben ein MST. Und das ist am Ende zu zeigen. Dieser, was am Ende rauskommt, wenn keine gelben Kanten mehr in der Erweiterung drin sind, das ist ein MST. Gut, der Algorithmus von Prim ist soweit fertig. Vielleicht zur Komplexität noch ein paar Worte. Auch hier wieder wie beim Algorithmus von Dijkstra. Also diese Komplexität ist dieselbe. Wie beim Algorithmus von Dijkstra dominieren die Operationen auf der Queue. Sie haben die Anzahl der Iterationen ist linear in der Knotenzahl. Ja, Anzahl Knoten minus 1 sogar. Und in jeder Iteration, was dominiert, der Zugriff auf die Queue, der ist logarithmisch. Wobei Sie dann noch in jeder Iteration auch noch durch die Kanten durchgehen müssen. Das heißt also, wir bekommen etwas raus, was linear in der Anzahl der Knoten und der Kanten ist und das Ganze multipliziert mit dem Logarithmus der Knotenzahl, weil in jeder Iteration, weil bei jedem Zugriff auf die Queue, der kostet halt logarithmisch viel Aufwand, wenn Sie die Datenstruktur Heap verwenden, die wir hier eingeführt hatten. Gut, damit sind wir mit dem Algorithmus von Prim fertig. Es sei denn, Sie haben dazu noch konkret eine Frage. Dann betrachten wir zunächst einmal eine kleine Variation der Problemstellung. Bevor wir dann zum anderen Algorithmus, zum Algorithmus von Kruska kommen. So, wir haben hier eine Eingabe für Min-Spanning-Tree, worin man einen minimal spannenden Baum vielleicht berechnen möchte. Daraus machen wir eine Eingabe für Max-Spanning-Tree. Also wir wollen nicht minimale Kosten, sondern maximale Kosten rauskriegen. Das heißt, man würde dann, wenn wir sie etwas maximieren wollen, werden sie wahrscheinlich nicht von Kosten reden, sondern von Profiten. Ja, die Kantengewichte sind dann Profite. Sie wollen Max-Spanning-Tree rauskriegen. Wie machen Sie das? Ganz einfach. Sie nehmen sich eine Zahl her, gucken wir uns mal an. Die höchste Zahl ist hier eine 12. Sie nehmen sich eine Zahl her, Sie nehmen sich eine Zahl her, die mindestens 12 ist oder größer. Ich habe mich für die 13 entschieden. Und Sie drehen alle Kantenlängen um. Wo hier eine 2 steht, steht jetzt 13 minus 2. Wo hier eine 12 steht, steht jetzt 13 minus 12. Wo hier eine 0 steht, steht jetzt 13 minus 0 und so weiter und so fort. Sodass Sie dann am Ende diese Kantenlängen bekommen. Und wenn,
wenn Sie hier drin im ursprünglichen einen minimal spannenden Baum haben wollen, dann ist das dasselbe, als wenn Sie hier in dem so konstruierten Beispiel einen maximal spannenden Baum haben wollen. Warum? Weil, was nehmen wir hier als minimale Kantenlängen? Die 0 würde sich anbieten, die 2, die 3, die 4. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Zykel schließen. Die 4 würde sich vielleicht anbieten und dann und so weiter. Wenn wir hingegen maximieren wollen, was würde sich hier anbieten? Die 13, die 11, die 10, die 9. Merken Sie was? Das sind dieselben Kanten, die sich jetzt anbieten würden, hier für den spannenden Baum mit maximalem Gewicht hinzubekommen. Das ist auch ganz logisch. Das, was Sie hier an minimalen Kanten haben, wenn Sie jetzt sozusagen hier immer umdrehen, sind es genau die Kanten, die Sie hier maximal rausbekommen haben. Und das können wir jetzt auch noch weiterführen. Wir müssen keine zusammenhängenden Graphen haben, wir können auch unzusammenhängende Graphen haben, so wie hier jetzt, wo Sie drei Zusammenhangskomponenten haben, die eine große und die zwei etwas kleineren. Und hier können Sie dann, hier wird der Algorithmus, auf den ich jetzt hinaus will, darum mache ich das Ganze, lässt sich sinnvoller, einfacher, vernünftiger formulieren auf der Version maximale spannende Bäume zu finden, lässt sich aber im Gegensatz zu Prim auch erweitern auf unzusammenhängende Graphen. Prim kann so, wie er da ist, nicht auf unzusammenhängenden Graphen funktionieren, weil er fängt ja mit irgendeinem Startknoten an und von da aus nimmt er sich immer benachbarte Knoten mit den Verbindungskanten her. Das heißt, Prim bleibt immer in einer Zusammenhangskomponente. Der Algorithmus, den wir eben betrachtet hatten, bleibt immer in einer Zusammenhangskomponente, kann niemals den Sprung machen in eine andere Zusammenhangskomponente. Der Algorithmus, den ich jetzt vorstellen möchte, der Algorithmus von Kruskal, dem ist das vollkommen wurscht, ob der Graph zusammenhängend ist oder nicht. Der produziert in jeder Zusammenhangskomponente einen spannenden Baum. Der maximiert, den kann man auch formulieren, so dass er das Min-Spanning Forest, also möglichst wenige Kosten produziert, aber es ist, denke ich, natürlich ja, wenn man und sehr häufig in der Literatur, dass man ihn in dieser Max-Spanning Forest-Variante sieht. Für die Problemstellung, nochmal ganz zurück, einen minimal spannenden Baum zu berechnen, können Sie mit dieser Transformation die Problemstellung basteln, einen maximal spannenden Baum zu berechnen. Und dann können Sie für diese Problemstellung ist der Algorithmus von Kruskal in der Variante, in der Form, wie ich sie hier einführe, bereit, die Problemstellung zu lösen. Und er kann eben, wie gesagt, mehr. Er kann auch im Falle, dass der Graph nicht zusammenhängend ist, entsprechend hier einen maximalen spannenden Wald berechnen. Wenn Sie sich das nochmal in Gedanken vorstellen, hier stand vorher eine 2, hier stand vorher eine 0 und so weiter und so fort. Schauen Sie es nochmal zu Hause, das ist, denke ich, ganz instruktiv, dass dieser grünen Kanten hier tatsächlich der minimal spannende Baum sind für die Kantengewichte, mit denen wir ursprünglich gestartet sind, aus denen wir die hier dann durch Subtraktion von der Zahl 13 gekommen sind. So, das ist das, was der Algorithmus von, was Sie auf dieser Folie sehen, ist das, was der Algorithmus von Kruskal berechnet. Kantengewichte, Summe der Kantengewichte maximiert, was aber egal ist, und beliebige zusammenhängend oder nicht. Und diesen Algorithmus sehen wir uns jetzt an. So, Sie sehen schon, der Algorithmus läuft ein bisschen anders. Das ist das Beispiel, in dem wir betrachten jetzt nur einen zusammenhängenden Graphen im Wesentlichen, weil das besser auf die Folie raufpasst. Wir werden sehen, dass das eigentlich trotzdem egal ist, ob das zusammenhängt oder nicht ist. Sie sehen von den zusätzlichen Daten hier,
hier und hier, dass der Algorithmus doch ein bisschen anders offensichtlich läuft als der Algorithmus von Prim. Auf anderen Daten läuft, mit anderen Datenstrukturen arbeitet. So, auch der hat ursprünglich keine Kanten. Die Kantenmenge ist ursprünglich leer. Wir haben keine grüne Kante am Anfang. Und Sie sehen hier, dass wir immer etwas mitschleppen, was ich Knotenpartition nenne, eine Zerlegung der Knotenmenge in Teilmengen, die am Anfang in der Initialisierung gerade so ist, dass jeder einzelne Knoten eine einzelne Menge daran ist. Das wird gleich nochmal klarer, wenn wir anfangen, diese Mengen hier weiter daran herumzubasteln. Ja? Wir haben sechs Knoten, V1 bis V6, die sind hier in der Knotenpartition am Anfang jeweils als eine Partitionsmenge. So, und hier, Entschuldigung, hier sind die Kantengewichte drin. Und wie Sie unschwer erkennen können, sie sind sortiert drin. Sie sind nicht in irgendeiner Reihenfolge drin, sondern sie sind sortiert drin. Die schwerste Kante am Anfang, die zweitschwerste als nächstes, die drittschwerste und so weiter bis zur leichtesten Kante. Also der erste Schritt wird sein, in diesem Algorithmus sich die Kanten herzunehmen und diese Kanten zu sortieren. Sortieralgorithmen kennen Sie, die Kanten zu sortieren nach ihrem Kantengewicht, absteigend. Die Menge der grünen Kanten auf leer zu setzen und die Knoten so zu partitionieren. So, jetzt nehmen wir uns die erste Kante. Also in dieser Schleife gehen wir die Kanten in dieser Reihenfolge durch. Beginnen also mit dieser Kante. Diese Kante betrachten wir in der ersten Iteration. Nehmen die zu unseren, gut, jetzt sind sie nicht grün, sondern gelb, nehmen die zu unserem maximal spannenden Baum, maximal spannenden Wald hinzu. Und Sie sehen schon, was hier mit den Knotenpartitionen passiert. V3 und V5 sind jetzt miteinander verbunden. Und das spiegelt sich wieder in dieser Knotenpartition. V3 und V5 sind jetzt in derselben Partitionsmenge, weil sie miteinander verbunden sind durch eine Kante. Das ganze Bildungsprinzip wird gleich in den nächsten Schritten, denke ich, klarer als jetzt bei diesem ersten Schritt. So, okay, die Kante ist grün geworden. Gelb ist also das neue Grün sozusagen. So, V1 und diese Kante, die nächste in der Reihenfolge, diese Kante nehmen wir auch hinzu und Sie sehen, V1, V4 sind jetzt auch hier in einer Partitionsmenge drin, weil V1 und V4 jetzt durch eine Kante verbunden sind. Wir nehmen nicht jedes Mal die nächste Kante hinzu in der Reihenfolge, sondern nur dann, wenn das Ganze keinen Zyklus schließt, wenn es keinen Zyklus schließt, wenn das Ganze sich zu einem Baum noch erweitern lässt. Die 11 schließt nicht mit der 13 einen Zyklus, also können wir die 11 hinzunehmen und tun das auch und haben deshalb diese Partitionsmenge. Ich hatte vergessen, hier drauf nochmal Ihr Augenmerk zu lenken, aber Sie haben es vielleicht selber gesehen. Die Kante V3, V5 ist in der ersten Iteration hineingekommen in unsere Menge der grünen Kanten. Die Kante V1, V4 ist jetzt hier hineingekommen. Jetzt geht's weiter. Die nächste Kante in der Reihenfolge, die Kante Nummer 3, ist die da. Auch die schließt keinen Zyklus. Also nehmen wir sie hinein. So, und jetzt sehen Sie, jetzt wird, glaube ich, das allgemeine Bildungsprinzip, wie diese Knotenpartitionen aussehen, klarer. V2 ist mit V3 verbunden durch eine neue grüne Kante und durch eine alte grüne Kante ist V3 mit V5 verbunden. Das heißt, die drei hängen zusammen. Und dieser Zusammenhang, diese Zusammenhangskomponente ist hier in der Knotenpartition dargestellt. V1 und V4 hängen zusammen hier, V2, V3, V5 hängen zusammen hier. Reihenfolge ist natürlich egal, es sind ja ungeordnete, ganz normale mathematische Mengen. Also
wenn ich jetzt hier vor 2, vor 3, vor 5 sage, dann ist das natürlich dasselbe, wie wenn hier vor 3, vor 5, vor 2 steht. Und vor 6 ist bis jetzt noch mit gar nichts weiter verbunden, bleibt hier eine einelementige Menge. Vor 6 ist eine Zusammenhangskomponente für sich selbst und wir haben eine Zusammenhangskomponente mit 3 Knoten über 2 Kanten und eine Zusammenhangskomponente mit 2 Knoten über eine Kante. Sie sehen, dass das Bildungsprinzip ganz anders ist als bei Prim. Bei Prim sind wir mit einem Startknoten losgegangen. Das haben wir hier gar nicht. Wir haben gar keinen Startknoten. Bei Prim sind wir mit einem Startknoten losgegangen und haben schrittweise in jeder Iteration einen Knoten und eine Kante hinzugenommen, sozusagen so einen weiteren Stachel, wenn man so will, aus dem Baum herausragen lassen. Der Baum ist schrittweise gestiegen, indem wir immer einen Nachbarn, ist schrittweise gewachsen, indem wir immer einen Nachbarn der Grünknoten grün gemacht haben und die Verbindungskante von einem Grünknoten zu diesem neuen Grünknoten grün gemacht haben. Hier sieht es ein bisschen mehr Kraut und Rüben aus. Ja? Dadurch, dass wir die Kanten in der Reihenfolge ihres Gewichts betrachten, ja, die Kanten können natürlich in dieser Reihenfolge beliebig im Graphen verstreut sein. Dadurch wächst dieser Graph schrittweise so zusammen, dass wir hier mal eine Zusammenhangskomponente haben, da eine Zusammenhangskomponente, da eine Zusammenhangskomponente. Und am Ende werden wir dann sehen, alle Knoten zusammen bilden eine Zusammenhangskomponente. So, das geht so weiter. Die 9 ist jetzt in der vierten Iteration 1, 2, 3, 4. Die Kante mit der Länge 9 ist jetzt die nächste, die in Frage kommt. Und Sie sehen hier, die schließt auch wieder keinen Zyklus. Die nehmen wir dazu. Und Sie sehen, dass diese beiden Zusammenhangskomponenten, die wir vorher hatten, plötzlich zu einer Zusammenhangskomponente vereinigt sind. Das ist das Prinzip. Sie haben eine Kante hier. Und wenn Sie sich dazu entscheiden, diese Kante hinzuzunehmen, dann nehmen Sie die Zusammenhangskomponente von dem einen Endknoten und die Zusammenhangskomponente von dem anderen Endknoten. Das waren die beiden hier vorher. Und vereinigen die beiden. Ja? Auch wenn ich es vorher nicht gesagt habe, das war genau das Bildungsprinzip von Anfang an. So wie hier. V3 war vorher eine einelementige Zusammenhangskomponente. V5 war eine einelementige Zusammenhangskomponente. 13 nehmen wir in unsere Kantenmenge rein. Also vereinigen wir diese Zusammenhangskomponente mit dieser Zusammenhangskomponente zu einer zweielementigen Zusammenhangskomponente. Das, was Sie jetzt hier wirklich richtig sehen, V1, V4, V3, V5, V2 zu einer vereinigt, war in einfacher Form immer schon das, was wir in den vorhergehenden Iterationen gemacht haben. So, jetzt ist die nächste Kante, die in Frage kommt, diese hier. Und Sie sehen, ich hatte immer gesagt, wir nehmen eine Kante nur hinzu, wenn sie keinen Zyklus schießt. Und das ist genau der Punkt, an dem das mal in diesem Beispiel passiert. Denn wenn wir diese Kante V2, V5 hinzunehmen würden, dann würden wir hier einen Zyklus schließen. V2, V5, V3 wäre ein Zyklus. Also wird diese Kante nicht dazu genommen, sondern sie wird verworfen. Und diese Entscheidung, die wir hier treffen, wie immer bei den Algorithmen, die wir bisher gesehen haben, diese Entscheidung machen wir nie rückgängig. Ja, wenn wir eine Kante grün gefärbt haben, machen wir diese Entscheidung nie wieder rückgängig. Wenn wir eine Kante jetzt verwerfen, machen wir diese Entscheidung auch nie wieder rückgängig. Wir treffen einmal die Entscheidung, jedes Mal, wenn wir eine Kante hinkommen, hier in dieser Reihung, treffen wir die Entscheidung, wollen wir die Kante hinzunehmen? Ja, nein. Und wenn wir sie hinzunehmen, dann bleibt sie da drin. Und wenn wir sie nicht hinzunehmen, dann bleibt sie für immer außen vor. So, wie sehen wir das denn, dass diese Kante einen Zyklus schließt? Wie sehen wir das denn? Und wie haben wir gesehen, dass diese Kante, die wir vorher hier gewählt haben, keinen Zyklus geschlossen hat? Ganz, ganz, ganz einfach sehen wir das. Also wir brauchen nicht hier im Graphen rumzunavigieren, um festzustellen, aha,
Wenn ich diese Kante hinzunehme, dann wird nicht irgendwo hinterrücks ein Zügel geschlossen. Und wir müssen jetzt in diesem Fall hier auch nicht irgendwo im Graphen herumnavigieren, nach Zügeln suchen, um festzustellen, ob sich hier irgendwo in diesem Graphen ein Zügel schließt. Ja? Denken Sie immer daran, diese kleinen Beispiele mit 6 Knoten hier stehen natürlich stellvertretend für Beispiele mit Millionen Knoten, wo es natürlich schon nicht so ganz unaufwendig ist, dass Sie erstmal durch den ganzen Graphen hindurch navigieren, hindurchsuchen, um festzustellen, schließt diese Kante irgendwo hintenrum mit 500.000 anderen Kanten einen Zügel oder schließt sie keinen Zügel. Aber wir haben ein ganz einfaches Kriterium dafür, um festzustellen, ob diese Kante einen Zügel schließt oder nicht. Nämlich, woher weiß ich, dass diese Kante keinen Zügel schließt? Weil V2 und V3 zu zwei verschiedenen Partitions... V2, V3... Achso, die Kante ist dazugekommen. Woher weiß ich, dass diese Kante V3, V4 keinen Zügel schließt? Weil die Zusammenhangskomponente von V4 vorher und die Zusammenhangskomponente von V3 vorher zwei verschiedene sind. Hier war die Zusammenhangskomponente von V4, hier war die Zusammenhangskomponente von V3. Ja, deshalb weiß ich, dass diese Kante keinen Zügel schließen wird. Jetzt ist die Situation die, dass wir bis dahin schon mit den grünen Kanten V2 und V5 miteinander verbunden haben, nämlich hierüber. V2 und V5 sind in derselben Partitionsmenge von Knoten und daher weiß ich, dass ich V2 und V5 nicht verbinden kann, denn sie sind schon hinterrücks miteinander verbunden. Wenn ich jetzt noch eine direkte Verbindung von V2 und V5 hinzunehme, bildet die zusammen mit der schon vorhandenen indirekten Verbindung hintenrum einen Zügel. Hier war das genau umgekehrt, da die beiden noch nicht zusammenhängend waren, V3 und V4 noch nicht hinterrücks irgendwo über grüne Kanten zusammen verbunden waren, also V3 und V4 in verschiedenen Zusammenhangskomponenten waren, weiß ich, ich kann diese Kante hinzunehmen. So einfach. Also, was passiert? Das ist nochmal schriftlich formuliert, was wir eigentlich jetzt hier im Bild immer gemacht haben. Wir haben gesagt, in der sortierten Sequenz, absteigend sortierten Sequenz der Kanten nach ihren Gewichten, nehmen wir uns jeweils die nächste Kante her, die wir noch nicht betrachtet haben, und machen eine Fallunterscheidung. Falls die Endknoten in unterschiedlichen Partitionsmengen sind, die Partitionsmengen sind ja die Zusammenhangskomponenten. Das heißt also, die beiden Endknoten sind in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten. Es gibt bisher noch keinen Weg über grüne Kanten zwischen den beiden Endknoten. Das heißt, wir können die beiden Endknoten problemlos miteinander verbinden und haben nirgendwo einen Zügel geschlossen, weil wir wissen, sie sind in zwei verschiedenen Zusammenhangskomponenten. Dann können wir die Kante hinzunehmen. Und natürlich müssen wir darauf achten, dass die Partitionsmengen weiterhin die Semantik haben, die sie haben sollen. Sprich, die Invariante, dieser Teil der Invariante, dass die Partitionsmengen immer die Zusammenhangskomponenten sind von dem, was wir bisher an grünen Kanten gebastelt haben. Und wenn das nicht der Fall ist, falls die Endknoten nicht in unterschiedlichen Partitionsmengen sind, sondern schon in derselben Partitionsmenge, dann müssen wir und dürfen wir die Kante verwerfen, denn es gibt schon irgendwo hintenrum einen Pfad von grünen Kanten, der diese beiden Kanten miteinander verbinden, diese beiden Endknoten der betrachteten Kante miteinander verbinden. Und wenn wir jetzt noch die Kante hinzunehmen, haben wir einen Zügel geschlossen. So, damit ergibt sich die Invariante. Nach i Iterationen haben wir die i längsten Kanten abgehandelt. Ja, in jeder Iteration haben wir eine Kante abgehandelt, und zwar von der längsten bis zur kürzesten. So, die Kantenmenge, die wir bis dahin konstruiert haben, die grünen Kanten, die wir bis dahin ausgewählt haben, ist
Zykelfrei. Es sind nur die bisher behandelten Kanten natürlich, keine anderen, die noch nicht behandelt sind. Und es ist eine zykelfreie Auswahl aus den bisher behandelten Kanten. Denn jedes Mal, wenn eine Kante einen Zykel geschlossen hätte, haben wir sie ja nicht dazu genommen, sondern haben sie verworfen. Also ich denke, dieser Teil der Invariante sollte auch wieder klar sein, ohne dass man da jetzt noch groß argumentieren müsste. Auch dieser Punkt ist offensichtlich. Wir haben ja jede Kante dann rausgeschmissen, wenn sie zusammen mit der Kantenmenge einen Zykel gebildet hätte, mit der Kantenmenge in dem Moment, wo sie behandelt worden ist. Und wenn wir dann noch weitere Kanten hinzunehmen, später bleibt es natürlich dabei, dass sie mit der Auswahl der Kanten einen Zykel bildet. So, dieser Punkt ist erst einmal auch offensichtlich, nicht? Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Die Partitionsmengen sind die Zusammenhangskomponenten der ausgewählten Kanten. Jedes Mal, wenn wir eine Kante hinzunehmen, vereinigen wir die beiden Partitionsmengen, die beiden Zusammenhangskomponenten zu einer gemeinsamen großen Zusammenhangskomponente. So, und aus dem Gesagten sollte auch klar sein, wenn wir so weitermachen, bekommen wir am Ende einen spannenden Baum. Denn wir schmeißen nur Kanten raus, die definitiv uns nicht helfen können, einen spannenden Baum zu bauen. Das Ergebnis wird zykelfrei sein. Und das Ganze wird erst dann beendet sein, werden wir gleich sehen, wenn wir nur noch eine einzige Partitionsmenge haben, wenn wir also nur noch eine einzige Zusammenhangskomponente haben, dann kann man von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten natürlich kommen. Die spannende Frage ist auch hier wieder, warum ist das Ganze dann ein maximal spannender Baum? Also, dass es ein spannender Baum ist, sollte verständlich sein. Warum ist es wieder ein maximal spannender Baum? So, gehen wir weiter. Wir haben jetzt die Situation, wir haben jetzt eine Kante rausgeschmissen, nämlich die da. Die letztbetrachtete, die wird definitiv nicht Teil unseres spannenden Baums sein. Die nächste Kante, die wir betrachten, ist die hier mit Gewicht 3. Hier ist es so, dass vorher V6 eine einzelne Zusammenhangskomponente war und alles andere war eine gemeinsame Zusammenhangskomponente. Ja, passt wieder. Sie sind zwei unterschiedliche Zusammenhangskomponenten, wo V5 und V6 drin sind. Also nehmen wir die Kante hinzu, vereinigen die beiden Zusammenhangskomponenten und haben die Gesamtmenge als Knotenpartition, als eine einzige Partitionsmenge. Im Prinzip könnten wir hier schon beenden, aber also wir könnten natürlich die Schleife abbrechen, wenn wir nur noch eine einzige Partitionsmenge haben, aber wir haben uns dafür entschieden, die Schleife erst abbrechen zu lassen, wenn alle Kanten durchlaufen. Das ist grob wie gesprungen. Das heißt, wir laufen noch mal eine Kante durch. Und da jetzt alle Knoten in einer einzigen Partitionsmenge sind, in einer einzigen Zusammenhangskomponente, wird es natürlich das voraussehbare Ergebnis sein, dass diese Kante nicht hinzugenommen wird, weil V1 und V6 nun mal in der einzigen noch existierenden Zusammenhangskomponente drin sind. So, auch auf diese Art und Weise kann man also insgesamt einen spannenden Baum bauen. Hier sind die Kanten gesammelt, die hier nochmal im Bild dargestellt sind. Alle bilden eine Partition. Nach endlich vielen Schritten bekommen wir das heraus, dass alle Knoten eine Partition bilden, spätestens wenn wir alle Kanten durchlaufen haben. Natürlich wird das Ganze am Ende an dieser Stelle sollte ich Folgendes sagen. Ich hatte ja davon gesprochen, dass wir nicht voraussetzen, dass der Eingabegraph zusammenhängend ist. Wenn der Eingabegraph nicht zusammenhängend ist, wie in diesem Beispiel, dann wird als Endergebnis herauskommen eine Partitionsmenge pro
pro Zusammenhangskomponente der Eingabe. Weil weiter vereinigen lässt sich das nicht, weil es gibt ja nun mal keine Kante zwischen zwei Zusammenhangskomponenten der Eingabe. Das heißt, was am Ende herauskommt, wird jede einzelne Zusammenhangskomponente des Eingabegraphen wird hier eine Partitionsmenge bleiben. Insofern muss ich das korrigieren, was ich vorhin gesagt habe, dass man auch den Algorithmus, nee, muss ich nicht korrigieren. Also man kann den Algorithmus auch beenden, die Schleife auch beenden, wenn wir eine gemeinsame Zusammenhangskomponente haben. Diese Abbruchbedingung greift aber natürlich nur in dem Fall, dass der Graph selber zusammenhängend ist. Sonst kommen wir ja nie hier zu einer einzigen Partitionsmenge. So, damit ist dieser Algorithmus beendet. Die Frage ist, warum ist dieser Teil hier gültig? Warum ist es tatsächlich gültig, dieser Teil der Invariante? Alle anderen Teile sind ja, denke ich, nachvollziehbar ohne weitere Überlegungen. Nur der enthält weitere Überlegungen. Dieser Teil der Invariante, da verweise ich auf das, was ich eben bei Prim gesagt habe, das lässt sich 1:1 übertragen auf diesen Fall. Ja, exakt dieselbe Argumentation. Oder fast genau dieselbe Argumentation, will ich hier nicht weiter ausführen. Und hier wieder dieselbe Argumentation am Ende. Wenn die Kantenmenge immer in einem maximal spannenden Baum bzw. Wald enthalten ist und am Ende ist sie ein spannender Baum bzw. Wald, dann ist sie auch ein maximal spannender Baum bzw. Wald. Das ist die Argumentation an dieser Stelle. Und damit sind wir im Prinzip mit diesem Algorithmus durch. Sie haben den ganzen Algorithmus jetzt gesehen, inklusive abgekürzten Korrektheitsbeweis. Vielleicht auch nochmal ein Wort dazu zur Komplexität. Ja, Sie müssen vorher die Kanten nach ihren Längen sortieren, kriegen dann Kantenzahl mal Logarithmuskantenzahl raus. Und dann müssen Sie durch die Kanten nochmal durchgehen. Und dann haben Sie hier, gehen wir nochmal hier zurück, dann haben Sie hier diese Operation auf diesen Knotenpartitionen noch. Da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Wie kann man diese Knotenpartition als eine Datenstruktur so organisieren, dass wir möglichst effizient die Operation damit machen können, die wir damit machen wollen. Was wollen wir an Operationen machen? Wir wollen einerseits feststellen, gehören diese beiden Knoten zur selben Partitionsmenge oder nicht? Und wir wollen, wenn die beiden Knoten zu verschiedenen Partitionsmengen gehören, dann wollen wir diese beiden Mengen miteinander vereinigen. So, wenn man sich das jetzt so ansieht, wie man das ganz normal implementieren würde, ja, da würde man sich lineare Listen einfach hernehmen und dann würde man da irgendwie herumbasteln. Wir gucken uns jetzt eine raffinierte Variante an, wo wir garantieren können, dass jede einzelne Operation, jeder einzelne Zugriff, die Identifikation, ob zwei Knoten in derselben Zusammenhangskomponente sind oder nicht und die Vereinigung jeweils im Durchschnitt logarithmischen Aufwand nur hat, sodass insgesamt über alle Iterationen hinweg gesehen nur ein logarithmischer Faktor hier dazukommt. Das sehen wir uns jetzt an, was ich damit überhaupt meine. So, wir verwalten eine Menge von Mengen hier, nicht? Ganz allgemein abstrakt gesprochen, wir verwalten eine Menge von Mengen. Das ist unsere Knotenpartition, eine Menge von Teilmengen aller Knoten, die zusammen die Gesamtmenge ergeben. Auch hier können wir wieder generisch, das Ganze können wir generisch haben, ob wir Knoten da drin haben
oder Gummibärchen oder irgendwas, ist vollkommen egal. Wir verwalten eine Menge von Mengen von irgendeinem Elementtyp. Und diese zwei Operationen wollen wir haben. Wir wollen testen, ob zwei Elemente, LM1 und LM2, ob die in derselben Menge, in dieser Menge von Mengen drin ist. Also entweder ein True oder ein False. Ja, sind in derselben Menge drin. Nein, sind nicht in derselben Menge drin, sind in verschiedenen Mengen drin. Ja, genau dieser Test, den wir eben gemacht haben mit jeder Kante. Und wir wollen zwei Mengen vereinigen. Zwei Mengen, die nicht identisch sind, wollen wir miteinander vereinigen. Wie identifizieren wir die beiden Mengen? Naja, was wir im Algorithmus hier in der Hand haben, ist der eine Endknoten der Kante und der andere Endknoten der Kante. Also zwei von jeder Menge, von jeder der beiden Mengen, die wir vereinigen wollen, haben wir einen Knoten, haben wir ein Element in der Hand. Wir möchten einfach eine Methode haben, so wie Sie sie hier sehen, eine Vereinigungsmethode, Unite, der wir zwei Elemente geben und die beiden Mengen, in denen diese beiden Elemente drin sind, miteinander vereinigt, unter der Voraussetzung, dass diese beiden Elemente nicht in derselben Menge drin sind, sondern in verschiedenen. Das ist eine so grundlegende Operation, die sich nicht nur in diesem Algorithmus von Kruskal, also als Datenstruktur, die nicht nur im Algorithmus von Kruskal wichtig ist, sondern in vielen, vielen anderen Algorithmen auch, in einer etwas anderen Form, auf die wir das Ganze zurückführen werden. Und das Ganze hat einen Namen, unter dem Sie den in der Literatur finden, nämlich Union Find. Union Find Datenstrukturen, Union Find Data Structures. Also wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir haben eine Menge von Mengen zu verwalten und wir wollen jetzt hier zwei Operationen unterstützen. Also erstmal gehen wir hier zu der zweiten Operation. Unite ist dieselbe, die Sie eben gesehen haben, mit LM1 und LM2. Mit zwei Elementen, mit der Logik, wir setzen voraus, diese Methode setzt voraus, dass LM1 und LM2 in zwei unterschiedlichen Partitionsmengen drin sind und Unite soll dann diese beiden Partitionsmengen zu einer vereinigen. Das soll intern sich ändern. Jetzt folgendes Find. Vorher hatten wir hier einfach den Test, soll in derselben Menge sein. LM1 und LM2, die beiden Elemente, ob sie in derselben Menge sind oder nicht. Wir führen das zurück auf eine andere, wesentlich flexiblere Methode, brauchen dabei aber noch eine konzeptionelle Vorstellung. Und zwar gehört zu dieser konzeptionellen Vorstellung dazu, dass jede dieser Partitionsmengen durch eines ihrer Elemente repräsentiert wird. Und zwar ist die Semantik von Find dann, ich gebe ein Element rein und bekomme den Repräsentanten zurück der Menge, zu der dieses eingegebene Element gehört. Das sehen wir uns gleich an. Nur kurz die Umformulierung. Vielleicht sehen wir uns das zuerst an und kommen dann zu der Umformulierung zurück. So, wie können wir dieses Union Find realisieren? Wir haben am Anfang die Situation, jetzt mit acht Elementen, im Beispiel hatten wir sechs Elemente, sechs Knoten, jetzt nehme ich hier einfach mal acht her. Wir hatten die Situation, dass wir am Anfang jedes einzelne Element, was wir in dieser Menge von Mengen drin haben, ist am Anfang eine einelementige Menge. So sieht das hier aus. Wir haben ein Array von Listen. Jede Liste ist erstmal einelementig und hat ihre sich selbst. Und dieses eine Element ist der Repräsentant dieser Menge. Jetzt fangen wir an, Elemente miteinander zu verknüpfen, also Elemente miteinander zu Mengen miteinander zu vereinigen. Zum Beispiel die 1 mit der 4
wir hängen die 1 an die 4 ran und der Repräsentant und speichern hier jeweils den Repräsentanten. Der Repräsentant der für die 1 ist jetzt die 4. Hier oben für die 1 wird die 4 gespeichert. Das Bildungsprinzip wird, denke ich, gleich klarer, wenn wir noch mehr miteinander vereinigen. Hier nochmal dieselbe Situation. Wir haben die 6 an die 7. Diese Menge, die vorher hier war und nur dieses Element, nur ein Element 6 enthalten hat, wird an diese Menge, das nur das Element 7 enthalten hat, drangehängt, wird vereinigt. Und der Repräsentant von 6 ist dann die 7. Das erste Element in der Liste ist immer der Repräsentant. Wenn ich also von den Repräsentanten von 6 wissen will, dann gucke ich bei der 6 nach und finde die 7. Wenn ich den Repräsentanten der 1 wissen will, gucke ich bei der 1 nach und finde die 4. Wenn ich den Repräsentanten von der 5 finden will, gucke ich bei der 5 nach und finde die 5. So, nochmal ähnliche Situation. Die 3, diese Menge mit dieser Menge vereinigt. Der Repräsentant für die 3 ist jetzt die 2. Der Repräsentant für die 2 bleibt die 2. Und so weiter. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal den Fall, dass wir nicht zwei einelementige Mengen miteinander vereinigen. Die 5 hängen wir an diese Menge hier heran, diese Menge hinweg, an diese Menge heran. Der Repräsentant der 5 ist jetzt nicht mehr 5, sondern 4. Der Repräsentant der 1 bleibt die 4. Der Repräsentant der 4 ist, wie von Anfang an, die 4. So, jetzt haben wir hier mal zwei, im nächsten Schritt vereinigen wir zwei Mengen, die beide nicht einelementig sind, sodass dann, denke ich, das Bildungsprinzip in Allgemeinheit hier dran gut, an diesem Schritt gut zu verstehen ist. Wir haben die Menge 4, 1, 5 und die Menge 2, 3. 4, 1, 5 hat Repräsentant 4 und 2, 3 hat Repräsentant 2. Ja? Bei der 2 steht die 2, bei der 3 steht die 2. Bei der 4 steht die 4, bei der 1 steht die 4, bei der 5 steht die 4. Jetzt vereinigen wir die beiden miteinander, hängen als Listen hängen wir diese Menge an diese Menge dran. Und Sie sehen, jetzt haben nach dieser Logik alle Elemente dieser fünfelementigen Menge die 4 als Repräsentanten. Die 4 hat die 4 als Repräsentanten, die 1 hat weiterhin die 4 als Repräsentanten, die 5 weiterhin und neu hat jetzt auch die 2. Hier stand vorher jeweils die 2 als Repräsentant drin, eben das erste Element dieser Menge. Jetzt steht die 2, jetzt steht hier die 4 als Repräsentant drin, das erste Element dieser Liste. So, was ist als nächstes? Jetzt wird hier das überspringen wir nochmal kurz, da kommen wir gleich nochmal zurück. Aber Sie sehen das Bildungsprinzip, wie das läuft. Wir haben immer hier abgetragen für jedes einzelne Element haben wir abgetragen, was ist das, die Nummer des ersten Elements hier drin. Und wenn wir hier diesen Schritt machen, die beiden Mengen miteinander zu vereinigen, dann müssen wir hier die 2 überschreiben für diese beiden Elemente jetzt mit der 4, weil sie Nummern an der Liste dranhängen, die mit 4 beginnt. Das ist das Bildungsprinzip. Jetzt gehen wir wieder zurück zu der Implementation, was ich zuerst übersprungen habe. Also Sie sehen erst einmal, was es mit dieser Methode Find auf sich hat. Sie geben ein Element rein, gucken dann rechts, haben wir das hier, gucken dann rechts, nehme ich mal hier hin, gucken dann rechts bei diesem Element, was ist der Repräsentant und geben den zurück. Also das erste Element in der Liste, zu der LM hier in dieser Array von Listen gehört. Und Unite heißt, funktioniert einfach so, Sie gucken nach, was ist der Repräsentant dieser Menge, was ist der Repräsentant dieser Menge und hängen die eine Liste an die andere Liste ran. So ergeben sich die Bilder. Wir sind aber gestartet hiermit. Wir haben eigentlich die Anforderung gehabt, wir wollen feststellen für zwei Elemente, LM1 und LM2, ob die in derselben Menge sind oder nicht. Sind jetzt aber hier bei einer Implementation gelandet für
für mit dieser, die statt dem im Same Set diese Methode hat. Das lässt sich aber adaptieren. Sie können einen Adapter schreiben, der auch wieder generisch ist vom LM-Typ, der Set of Sets implementiert, der innen drin eine Union-Find-Struktur hat, wie wir sie eben gesehen haben, mit der Methoden Unite und Find, aber nach außen, also innen drin sieht es so aus, ein Objekt, das eigentlich die Arbeit leistet von diesem Union-Find-Typ und außenrum, wie der Algorithmus von Kruskal das braucht, sieht es so aus mit Methoden in SameSet und Unite. So sieht dieser Adapter dann aus. Sie haben innen drin ein Objekt, also eine Referenz auf dieses Objekt, um genau zu sein, von diesem Union-Find-Typ mit Methoden Unite und Find. Der Konstruktor bekommt so ein Element, so ein Objekt und speichert das intern. Und hier Punkt, Punkt, Punkt ist nur angedeutet, weil dann natürlich das alles wieder nicht auf eine Folie raufpasst. Das sehen wir uns auf der nächsten Folie an. Unite ist ganz einfach. Da ändert sich nichts. Unite hat dieselbe Signatur und dieselbe Semantik. Es sollen diese beiden, die Mengen, die zu diesen beiden Elementen, zu denen diese beiden Elemente gehören, sollen vereinigt werden. Diese Semantik und auch die Signatur ist dieselbe für Set of Sets, womit wir gestartet sind, und für Union Find, wo wir jetzt zugange sind. Das heißt, wir delegieren einfach diesen Unite-Aufruf. Der Unite-Aufruf vom Adapter ist einfach delegiert an den Unite-Aufruf für das innen drin bestehende Objekt vom Typ Union Find, was die eigentliche Arbeit leistet. Bei InSameSet müssen wir aber ein bisschen Arbeit leisten. Ja? Nach außen hin wollen wir InSameSet anbieten mit einer Rückgabewert wahr oder falsch, nämlich ob LM1 und LM2 in derselben Menge drin sind oder nicht. Wie führen wir das zurück auf unser UnionFind? Ganz einfach. Wir rufen Find aufs für LM1, kriegen den Repräsentanten von LM1 zurück. Wir rufen Find auf mit LM2, kriegen den Repräsentanten von LM2 zurück. Und wenn die beiden Repräsentanten dasselbe Element sind, dann gehören die beiden LM1 und LM2 zum selben Set. Dann sollten wir True zurückliefern für InSameSet. Und wenn der Repräsentant von LM1 und der Repräsentant von LM2 unterschiedlich sind, dann soll das Ergebnis false zurückliefern. Und genau das macht diese Return-Anweisung bei Gleichheit des Repräsentanten wird true zurückgeliefert, bei Ungleichheit des Repräsentanten wird false zurückgeliefert. So haben wir die Problemstellung, mit der wir eigentlich gestartet sind. Ja? Die Problemstellung, mit der wir gestartet sind, ist eine sinnvolle Implementation dieses Interfaces zu basteln mit Methode InSameSet, feststellen, ob LM1 und LM2 in derselben Menge sind oder nicht, und mit Methode Unite, unter der Voraussetzung, dass LM1 und LM2 in unterschiedlichen Partitionsmengen sind, diese beiden Partitionsmengen zu einer zu vereinigen, und haben das zurückgeführt auf das, wofür wir jetzt eine Implementation gesehen haben, mit Unite genauso wie eben, daran hat sich nichts geändert, und mit Find, was für das Element, das übergeben wird, den Repräsentanten zurückliefert und die beiden eben auf Gleichheit testet, die Repräsentanten. Und so können wir das organisieren. Jetzt kommen wir zur Komplexität des Ganzen. Da möchte ich wieder an diesen Schritt zurückkommen, wo wir die beiden miteinander vereinigen. Das sage ich jetzt nur mündlich. Das sehen Sie dann aber in dem Video zum Algorithmus von Kruskal und zu Union Find. Sehen Sie das auch nochmal. Hier will ich das nur versuchen, mündlich Ihnen darzulegen.
Oder kam da nicht irgendwo? Doch, da kommt. Ah, Entschuldigung, die Komplexität kommt noch. Ich will nur einen Punkt noch bevor wir zur Komplexität kommen, sagen. Wir können das entweder so verwalten, wie hier, dass wir, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, was ist der Repräsentant von der 5, dass wir zur 5 gehen und feststellen, das ist die 4. In der Literatur finden Sie auch noch eine andere Verwaltung, so eine Zusatzstruktur, die extra für die Methode Find da ist, dass Sie in jedem Element hier noch, also dass Sie nicht nur den Next Pointer haben auf das nächste Element der Liste, sondern noch stattdessen noch zusätzlich einen weiteren Pointer, der hierhin verweist. Sodass Sie also, wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, was ist der Repräsentant von der 2, dann gehen Sie hier in diese Zusatzstruktur rein, gucken nach, wohin verweist das und gucken nach auf die 4. Das habe ich nur der Vollständigkeit halber drin. Auch so kann man das implementieren. Das finden Sie häufig auch in der Literatur, diese etwas kompliziertere Implementation, die noch Möglichkeiten zur asymptotischen Verbesserung bietet, über die wir aber nicht sprechen werden. So, was ist die asymptotische Komplexität? Find braucht eine konstante asymptotische Komplexität. Ja? Gucken wir uns das nochmal an, vielleicht in unserer Datenstruktur. Wenn ich wissen will, was der Repräsentant der 2 ist, dann gucke ich hier bei der 2 und stelle fest, da steht die 4 drin. Konstanter Aufwand. Konstante asymptotische Komplexität. Wie sieht das jetzt bei der Methode Unite aus? Hier müssen wir jetzt entweder den Rückwärtspointer in der Datenstruktur eben umbiegen oder, was äquivalent ist, müssen wir entsprechend diese Werte hier umbiegen. Ja? Hier vorher hatte die 3 Repräsentanten 2 und die 2 auch Repräsentanten 2. Jetzt müssen wir hier jeweils eine 4 hinschreiben, weil hier der Repräsentant die 4 geworden ist. So, für jedes Element, das hinten angehängt wird, muss eine Operation mit konstanter Komplexität gemacht werden. Entweder so wie wir hier haben, den Repräsentanten überschreiben oder in der anderen Datenstruktur den Rückwärtspointer umbiegen. So, jetzt habe ich noch etwas nicht erwähnt. Gehen wir nochmal hierhin zurück. Hier an diese Situation. Diese beiden Mengen sollen vereinigt werden. Diese beiden Mengen sollen vereinigt werden. Diese Menge der Länge 3, der Kardinalität 3 und diese Menge der Kardinalität 2. Und was wir jetzt einfach gemacht haben, ist, diese Menge an diese Menge ranzuhängen. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte es auch genau umgekehrt machen können. Ich hätte auch diese längere an die kürzere ranhängen können. Das ist das Raffinierte, wo wir dann zur logarithmischen Laufzeit kommen werden. Wenn die beiden Mengen, die ich vereinige, unterschiedlich groß sind, dann wird immer die kleinere an die längere an die größere rangehängt. Die beiden sind unterschiedlich groß, die drei. Diese Menge hat 3 Elemente, diese Menge hat 2 Elemente, also hänge ich diese an diese dran und nicht umgekehrt. Ist offensichtlich, dass man damit was spart, weil ich muss jetzt nur 2 Werte hier überschreiben, sonst hätte ich, wenn ich stattdessen diese Menge an diese Menge rangehängt hätte, hätte ich diese 3 Werte hier überschreiben müssen. Hier hätte ich die 2 reinschreiben müssen, hier hätte ich die 2 reinschreiben müssen, hier hätte ich die 2 reinschreiben müssen. Also ist das durchaus vernünftig, die kürzere an die längere zu hängen, wenn sie nicht gerade gleich lang sind. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das nicht nur irgendwie vernünftig ist, sondern dass das richtig viel bringt. Dass das richtig was einen gewaltigen Fortschritt bei der asymptotischen Komplexität bietet. Und das ist diese Folie, die letzte Folie des Foliensatzes und die letzte Folie für heute. Wenn Sie, gehen wir nochmal. Doch nochmal zurück. Wenn Sie diese Folie, diese Liste, wenn Sie diese Liste an diese Liste ranhängen, dann werden bei diesen 2 Elementen muss was passieren. Bei der kürzeren. So, für dieses Element, für die 2 muss was passieren und für die 3 muss was passieren, hier hinten.
Und für dieses Elemente, wo was passieren muss, wissen wir, die Länge der Liste, in der sie drin sind, wird mindestens verdoppelt. Ja? Vorher war die Länge 2, jetzt ist sie hinterher in dem Beispiel 5. Mindestens verdoppelt, weil ja diese Liste mindestens genauso lang ist wie diese. Diese Liste hat Länge 2. Wenn wir die hinten irgendwo dranhängen, um hier was zu und dann hier was machen müssen, dann wissen wir, die Listenlänge wird mindestens 4 sein. Im Beispiel ist es sogar 5. Sie muss mindestens 4 sein, denn es wird keine längere Liste an eine kürzere dran gehängt. Das heißt, was wir bekommen, ist diese Beobachtung, wann immer wir an einem Element was machen müssen, den Repräsentanten in dem Array auf der rechten Seite der Folien überschreiben oder in der alternativen Pointerstruktur die Pointer umbiegen. Jedes Mal, wenn wir das für irgendein Element machen müssen, dann wird die Länge der Liste, in der dieses Element drinsteckt, mindestens verdoppelt. Ja? Wenn ich dieses Element hänge ich an eine Liste ran und das Ergebnis hat mindestens Länge 2. Wenn ich dieses Element später nochmal anfassen muss, um da drin den Repräsentanten zu überschreiben, dann hat das Endergebnis mindestens Länge 4, beim nächsten Mal mindestens Länge 8 und so weiter und so fort. Und Sie wissen, was passiert, wenn irgendwas exponentiell wächst. Die Anzahl der Wachstumsschritte ist logarithmisch. Bei jedem einzelnen Element kann nur logarithmisch oft der Fall auftreten, dass bei diesem Element der Repräsentant überschrieben wird. Weil nach logarithmisch vielen Schritten haben wir die gesamte Menge vereinigt. Das heißt also, jeder einzelne Feinschritt hat konstante Komplexität. Das heißt, wir bekommen eine Gesamtkomplexität, Anzahl der Feinschritte, die wir machen. Und das, was uns viel Aufwand kostet, das ist beschränkt. Bei jedem einzelnen Element wir können insgesamt nur n, bei n Elementen nur n viele Union-Schritte machen, Unite-Schritte machen. Und das heißt also, da bekommen wir eine Komplexität von O von N hinein. Und das, was dann teuer ist in den einzelnen Unite-Schritten, das macht jetzt plötzlich keinen Sinn, wie wir das bisher gemacht haben, dass wir jeden einzelnen Schritt für sich betrachtet haben. Ja, beim Heap, bei B-Bäumen, überall haben wir gesagt, okay, jeder einzelne Zugriff, etwas zu löschen, etwas zu suchen, etwas zu einfügen, kostet logarithmischen Aufwand. Hier ist die Argumentation jetzt anders. Jede einzelne Operation, jedes einzelne Unite könnte für sich genommen beliebig schlecht sein. Für sich genommen linearen Aufwand haben. Aber alle Unite-Schritte zusammen, können nicht schlimmer als das sein. Jedes einzelne Element, das, was wirklich teuer ist in den Unite-Schritten, kann für jedes einzelne Element nur log n mal passieren und wir haben nur n Elemente drin, also n mal log n. Und damit bekommen wir insgesamt für den Algorithmus von Kruskal eine sehr angenehme asymptotische Komplexität. Ja, das Sortieren war Anzahl Kanten mal Logarithmus von Anzahl Kanten, weil wir die Kanten sortieren. Hier haben wir jetzt die Knoten drin. Anzahl Knoten mal Logarithmus Anzahl von Knoten. Die Feinschritte, die wir im Algorithmus von Kruskal haben, naja, für jede Kante rufen wir zweimal Feind auf, um festzustellen, ob die beiden Endknoten denselben Repräsentanten haben, in derselben Menge sind oder nicht. Also insgesamt haben wir linear mal logarithmisch Kanten mal Logarithmus Kanten, Knoten mal Logarithmus Knoten. Also, wenn Sie sich nochmal ins Gedächtnis zurückrufen, wie langsam die logarithmische Kurve wächst, haben wir dasselbe wie beim Sortieren zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen. Es ist fast linear. Der logarithmische Faktor ist jetzt nicht so dramatisch. Wir sind nicht so weit weg von linearem Aufwand. Und was Besseres als linear bekommen wir natürlich nie hin. So, damit bin ich mit dieser Folie durch. Wir haben jetzt auch nicht allzu sehr überzogen. Ich werde dann natürlich schauen, dass wir in Zukunft nicht mehr überziehen, aber es schien mir sinnvoll zu sein, an dieser Stelle nicht abzubrechen.
dann möchte ich mich wie immer bedanken, dass Sie mir hier treu geblieben sind, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.